In dieser Kurzausgabe möchte ich mit euch fünf aktuelle Themen aus China besprechen, die chinesische Aktien auch sehr stark betreffen könnten. Damit herzlich willkommen bei Marks & Brothers. Mein Name ist Philipp Marks und wir schauen direkt auf meinen Screen. Und das erste ist hier im Juni, 18. Juni in Zeichen Global kam raus: Thai Conglomerate offloads more of its stake in Ping An after weak earnings report. Das war für mich ein Ausgangspunkt, weswegen ich dann meine Position in China Mobile und in Alibaba etwas abgebaut habe. Nicht viel, ich habe immer noch große Positionen jeweils, beziehungsweise vor allem China Mobile eine große, Alibaba eine mittelgroße Position, aber ich habe es reduziert. Und ich glaube, CP Group, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Charoen Phok Phan Group, ist relativ unbekannt in Deutschland, aber es ist einfach meiner Meinung nach der wichtigste ausländische Investor in China. Ausländisch stimmt nur halb, denn es sind letztendlich Brüder gewesen, die aus Südchina irgendwann vor 100 Jahren nach Thailand ausgewandert sind oder vor 80 Jahren und in Thailand eben dieses Konglomerat aufgebaut haben. Und das Spannende jetzt, warum ich das so wichtig finde für China, ist, sie sind praktisch die ersten Investoren überhaupt gewesen, die mit der Öffnung Chinas bzw. nach der Periode dieser ersten Wirren, ich glaube 78, haben sie eine Zweigstelle in China eröffnet. Und bei den ausländischen Firmen, die registriert sind in China, sind sie die Nummer 0001, also die allererste praktisch ausländische Firma, die in China tätig wurde. Und von daher finde ich das sehr interessant und wichtig zu sehen, was diese Firma macht, was diese Thai-Chinesen in China jetzt machen, und sie haben eben einige Positionen zurückgefahren. Neben dieser Position in Ping An, diese stark reduziert oder verkauft haben, sieht man in China überall noch ihre Aktivitäten, auch im Bereich von Malls. Diese CP Group auf Chinesisch ist Zhengda, und Zhengda Guangzhang ist überall, gibt es solche Malls, zum Beispiel auch in Lujiazui in Shanghai. Von daher darf man diese Gruppe nicht zu gering einschätzen, und ich möchte noch tiefer reingehen in der Zukunft, um zu schauen, was die Hintergründe der ganzen Sache sind. Wie immer verlinke ich euch unten alle Punkte. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Three Red Lines. Das ist ich hatte ja schon mal erwähnt in einem Video, dass etwa seit 12 Monaten versucht wird in China, diese starke Kreditvergabe etwas zurückzufahren. Normalerweise ist ja dieser langfristige Kreditzyklus in China, geht schon seit Jahrzehnten nach oben, also immer mehr Kredite, auch immer mehr im Vergleich zum BIP. Aber der kurzfristige Kreditzyklus geht oft über so 18 bis 24 Monate, wo es dann mal eine Expansion gibt und dann wieder zurückgefahren wird. Und seit etwa 12 Monaten ist man am Zurückfahren und hat eben auch diese drei roten Linien definiert. Liability to Asset Ratio sollte niedriger als 70% sein, Net Gearing Ratio niedriger als 100% und Cash to Short-Term Debt Ratio of more than 1%. Und das gilt eben für die Developer, für die Bauindustrie, für die großen Wohnungsbaugesellschaften und auch großen, ja, also Mall-Baugesellschaften oder Baufirmen in China, die sich daran halten sollten. Und die kritische Lage ist, dass manche Firmen eben hier schon diese eine oder andere rote Linie überschritten haben, also zu viel Kredite aufgenommen haben, und China versucht jetzt sehr intensiv seit 12 Monaten diese explodierende Kreditvergabe etwas zurückzufahren und hat in dem Sinne auch schon Erfolg, dass die Rohstoffpreise teilweise schon deutlich gesunken sind, zumindest in den letzten 2, 3 Monaten. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich ein ganz anderes Bild in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Japan, in der Eurozone oder auch in den USA, wo die Federal Reserve sehr viel Geld in den Markt pumpt. Also hier China mit einer restriktiveren Politik, um das Leverage zurückzufahren, um diese Kreditexplosion etwas einzudämmen, während die in anderen Märkten weitergeht.
Bedeutet natürlich auch, dass chinesische Aktien etwas unter Druck stehen könnten. Und in diesem Zusammenhang hier auch nochmal Alibaba goes bottom fishing by Suning, but Suning might be a red herring. Also es geht darum, Suning ist ein großer Händler mit physischen Locations in China, der auch an der Börse notiert war. Suning hatte die Krise nicht so gut überstanden und wird jetzt praktisch wahrscheinlich von Alibaba gerettet. Inwiefern das strategisch Sinn macht, das muss man sich überlegen. Sowas ist häufig auch, dass verschiedene Gruppen zusammen an einen Tisch kommen und schauen, wie kann diese Problematik um Suning jetzt gelöst werden, und Alibaba als sehr cashreiche Firma könnte hier von Anfang an praktisch eine große Rolle gespielt haben. In dem Sinne auch hier von der Financial Times: Alibaba Founders secure loans from global banks backed by company stock. Also sie hatten, das Krasse ist, sie hatten das nicht gemeldet. Sie haben praktisch ihre Aktien, die sie über Mittelsfirmen halten, und das Ganze ist ja offshore praktisch aufgesetzt, die ganze Firmenstruktur. Darüber haben sie dann von großen internationalen Investmentbanken wie die UBS oder Credit Suisse viel Geld bekommen und diese Aktien eben als Sicherheiten hinterlegt. Wie stark diese Sicherheiten dann letztendlich sind, ist die Frage. Und in erster Linie ist es natürlich jetzt auch eine Compliance-Problematik, die hier zutage tritt. Und jetzt heute noch die letzte Information, nämlich hier von Reuters: China orders Didi App Downloads suspended over data violation. Didi ist ja erst vor kurzem an die amerikanische Börse gegangen. Ich hatte ja schon in mehreren Videos gesagt, dass ich nicht chinesische Aktien auf amerikanischen Börsen kaufen würde, denn es gibt hier meiner Meinung nach einen Vorteil, wenn man chinesische Aktien in Hongkong kauft. Didi Chuxing ist nur in USA an die Börse gegangen, also für mich war das sowieso ein No-Go, und ich hoffe, ihr habt meine Videos dazu gesehen und ich hoffe, es war für euch auch ein No-Go. Auf jeden Fall, kurz nachdem sie an die Börse gegangen sind, kam jetzt eben diese Nachricht: China orders Didi App Downloads suspended over data violation. Jetzt müssen wir natürlich schauen, was das Ganze bedeutet, ob das auch schon bestehende Downloads bedeutet, ob das jetzt in allen möglichen verschiedenen App Stores so ist. Dann könnte Didi natürlich von heute auf morgen zumachen, oder ob das eher eine kurzfristige Stopp ist, so ein Warnschuss, und man das Ganze wieder dann ändern kann. Es geht hier also um Personal Data Protection. Der Timing ist natürlich jetzt kurz nachdem die Firma an die Börse gegangen ist, ja, etwas schlecht für die, die jetzt in Didi investiert hatten. 4,4 Milliarden wurden aufgenommen von neuen Investoren, die natürlich jetzt auch sich fragen müssen, ob der Preis oder der Wert von Didi nicht deutlich fallen wird. Morgen am Montag ist ich glaube, ist noch kein Handelstag, weil heute ja praktisch das Independence Day in den USA ist. Von daher werden wir diese starke Börsenreaktion wahrscheinlich dann erst etwas später sehen. Ich glaube aber, hier ist es wahrscheinlich, dass es eine starke Börsenreaktion gibt. Damit zurück zu euch. Ich wollte euch einfach mal diese paar Informationen mit auf den Weg geben, denn ich denke, diese Informationen sind wichtig. Meiner Meinung nach ist es aber wichtig, bevor solche Informationen kommen, sich zu überlegen, welche Risiken man eingehen möchte und welche man vielleicht durch verschiedene Modelle ausschließen kann und dann dementsprechend zu investieren. Denn wenn man sich nur so diese Neuigkeiten ansieht, dann läuft man der Sache immer nur hinterher, und das macht sicherlich keinen Sinn. Ja, damit zurück zu euch. Alles Gute beim Investieren. Vielen Dank für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.